Moin ihr Lieben, wir kommen heute zu einem neuen Video und Katinka kommt uns besuchen. Heute stehen alle vier Pferde auf dem Plan, deswegen habe ich mir gedacht, drehe ich euch mal wieder ein Video. Lene ist das erste Mal dabei, ich bin auch gespannt auf das Feedback zu Carlsson und auch zu Sammy, denn Patrick hat sie jetzt ja fleißig geritten. Und das letzte Mal war Katinka schon sehr zufrieden mit ihrem Genick, deswegen schnacke ich jetzt gar nicht lange weiter, wünsche euch ganz viel Spaß und werde euch von jedem Pferd ein paar Behandlungsaufnahmen und natürlich auch die Ergebnisse mitteilen. Bei Carlsson war das sehr spannend. Der hat eigentlich ja nicht so oft Probleme mit seinem Genick. Er ist da eigentlich immer sehr, sehr beweglich und auch sehr problemlos. Aber dieses Mal war das Zungenbein auf der linken Seite fester und das linke Auge hing. Ich kann jetzt ja auch schon mal vorwegnehmen, als Katinka dann weg war, zwei Tage später fing bei Carlsson an, der Schnodder nur so rauszulaufen. Also kein infektiöser, ekliger Schnodder, aber so klarer Ausfluss kam aus der Nase. Und mir ist es gar nicht aufgefallen. Das fand ich sehr spannend, dass Katinka sich Carlsson anguckt und meinte, das linke Auge hängt ein wenig. Aber es tat ihm auf jeden Fall gut und vielleicht hat er da auch einfach so ein bisschen was mit zu tun gehabt. Und als es dann abgeflossen ist, hatte ich auch das Gefühl, dass er wieder besser drauf war. Und etwas, wo wir ja schon seit Anfang an dran arbeiten, was sehr, sehr positiv mittlerweile ist, ist das Rumpfaufwölben bei Carlsson. Er hing in der Lende auch immer sehr durch, konnte sich da nicht halten, aber durch gezieltes Training haben wir mittlerweile sehr, sehr viel Stabilität in seinen Rumpf bekommen und er kann sich da sehr gut aufwölben. Sammy hatte zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dolle Darmprobleme und dadurch war auch die Muskulatur in dem Bereich der Darmaufhängung ziemlich fest und Katinka konnte ihr dort ein bisschen helfen. Und das Nackenband war ein wenig gereizt, denn sie hat sich leider ins Halfter gehangen. Das hat sie ja Ewigkeiten nicht gemacht und da gibt es ja schon eine ältere Geschichte, als ich Carlsson am Anfang geritten habe. Da war einmal der Winter sehr kalt und dann ist der mit Schmackes aus der Halle rausgerannt, als ich den da frei drinne hatte, an mir vorbei in Sammy, die auf der Steigasse angebunden war. Und dabei hat Sammy sich sehr doll ins Halfter gehangen und lange konnten wir sie auch nicht richtig anbinden. Jetzt ist dieses ins Halfter hängen nach Jahren mal wieder vorgekommen und deswegen war das Nackenband dann auch gereizt. Ansonsten war sie wieder sehr, sehr positiv überrascht von Sammy, wie sie sich entwickelt hat, seitdem Patrick sie auch reitet. Und ich kann es jetzt ja schon mal vorwegnehmen, das Video kam jetzt ja wesentlich später als gedacht. Und jetzt war Katinka schon das zweite Mal wieder bei uns. Und Sammy hat sich auch weiterhin gut entwickelt. Sie ist nur leider auf eine Stange getreten, als Patrick mit ihr Galoppstangen geübt hat. Und dabei hat sie sich ein bisschen vertreten und eine Prellung an den Rippen zugezogen, die aber schon recht gut von alleine auskuriert war, weil wir haben es nämlich schon ja auch gemerkt, dass sie so ein bisschen steifer war. Aber ansonsten ist ihre Entwicklung so positiv und es freut mich total. Und es freut mich auch für Patrick, dass die beiden so gut wachsen. Bei Lene lag das größte Problem hinten im Beckenbereich, denn sie lief sehr breitbeinig hinten und ich habe das immer noch so ein bisschen auf die Trächtigkeit bzw. auf ihr Euter geschoben. Das war auch so am Anfang der Grund für mich, warum sie so breitbeinig lief, aber das war eben doch ein bisschen verstärkter und hätte eigentlich schon wieder, wenn dann, weg sein müssen.
Die Vermutung war zum Beispiel, dass vielleicht die Geburt sehr, sehr schwierig war und deswegen kam es dort zu Blockaden und dieser kleinen Fehlstellung. Sie läuft jetzt schon viel besser. Katinka konnte bei der ersten Behandlung aber auch noch nicht ganz in die Tiefe gehen, weil das einfach viel zu viel auf einmal gewesen wäre für Lene. Und das war eben auch so der Hauptpunkt, an dem Katinka an dem Tag gearbeitet hat. Bei Lene wird es sicherlich noch nach und nach immer mal wieder kleine Baustellen geben, die jetzt noch gar nicht so offensichtlich sind, denn sie ist ja auch noch in der Ausbildung. Sie ist ein sehr wildes Pony, was auf der Weide sehr, sehr viel Gas gibt und sicherlich sich das ein oder andere Mal da ordentlich was einklemmt, denn die gibt wirklich Stoff und dabei bockt sie und schlägt mit dem Hals und ist halt komplett aus dem Häuschen. Aber ich bin sehr happy, dass sie die Behandlung auch so angenommen hat und dass man ihr helfen kann und sie jetzt auch mittlerweile nicht mehr ganz so breitbeinig läuft. Bei Holly war das Genick auf der rechten Seite blockiert und auf der linken Seite die Schulter. Und dann haben wir hinten rechts noch am Oberschenkelmuskel eine Blockade gehabt. Der hat auch einen Namen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ich habe das auch schon beim Reiten gemerkt, dass sie rechts nicht mehr ganz so schön durchtritt und werde da natürlich weiter fleißig dran arbeiten. Aber bei ihr ist es auch so, sie war auch zu dem Zeitpunkt schon im Anfang ihrer nächsten Rosse und dann fängt sie auch immer an, sich hinten so ein bisschen zu verkrampfen und hat dann zu der Zeit immer so ein bisschen Probleme. Genau, also mein Fazit zu den Pferden heute ist, dass sie alle gut drauf sind. Besonders gefreut habe ich mich über Lene heute, dass sie so gut zugenommen hat und dass ich sie heute das erste Mal zwischen den Fingern hatte. Und Holly hat sich gut entwickelt, ist super im Aufbautraining. Carlson ist sehr, sehr gut drauf. Und auch Sammy fühlt sich mit ihrer neuen Aufgabe anscheinend sehr wohl. Bema ist eine physikalische Gefäßtherapie. Viele Menschen kennen die Magnetfeldtherapie, das ist der ähnlich. Und man kann sie einsetzen bei Muskelproblemen, bei Stoffwechselproblemen, zum Lockern des ganzen Muskelapparates, bei Sehnenproblemen, bei Gelenksproblemen, einfach nur als Wellness und stoffwechselanregend ist sie auch, also leistet gute Dienste. Weil ich das für mich getestet habe, für mich selbst einmal habe ich die BEMA getestet und ich fühle mich damit einfach wohler, ich bin widerstandsfähiger auch, was so Infekte und so weiter angeht. Und habe mich dann entschlossen, das auch den Pferden zugute kommen zu lassen und habe einfach mit der BEMA sehr gute Erfolge erzielen können. Balance Pads sind im Prinzip so, ja, so festeres Gummikunststoff, wie auch immer. Und die Pferde, wenn sie draufstehen, machen die so Mini-Mikrobewegungen, sodass die ganze kleine Muskulatur angeregt wird und die Pferde, ich habe es auch nicht gedacht und auch nicht erwartet, aber unglaublich an Kraft gewinnen und eine ganz gute Stabilität im Körper bekommen dadurch. Ja, es sei denn, die Pferde haben gerade gesundheitliche Probleme, wie ein frisches Sehnenproblem, Fesselträger oder Knieproblem, dann würde ich es einmal mit dem Tierarzt oder mit dem Therapeuten abklären. Ich würde sagen, ja, ohne das Pferd gesehen zu haben, würde ich einmal kurz fragen, wie doll es ausgeprägt ist, das Shivering, wo es genau ist und wie es sich genau zeigt bei dem jeweiligen Pferd. Aber letztendlich trägt das ja zur Entspannung bei und das ist gerade ja bei Shivering-Pferden sehr wichtig und kann eigentlich nur förderlich sein. Also Headshaker an sich habe ich schon behandelt und ja, man kriegt sie, kann sie gut in den Griff bekommen, wenn es nicht rein allergisch bedingt ist, das Problem. Das heißt durch Kriebelmücken, durch Sonnenallergie oder wie auch immer. Das kommt auf das jeweilige Pferd drauf an. Also ich habe viel in der Kundschaft, dass die auch vorm und nach dem Reiten bämern, um einfach ein lockeres Pferd zu haben, um schon die Durchblutung angeregt zu haben, um es leichter zu haben und es dem Pferd vor allem leichter zu machen. Aber auch hinterher ist es zur Rekonvaleszenz sehr, sehr gut und zum schnelleren Regenerieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Da muss man jeweils aufs Pferd abstimmen und ausprobieren.
wenn das Pferd lahmfrei ist, würde ich gucken, dass ich es von oben so stabilisiert kriege und vor allem über den Beckenboden, dass es vielleicht die Möglichkeit hat, sich besser zu stellen. Und ich würde vor allem auch ganz doll auf die Hufstellung achten. Manchmal brauchen diese Pferde dann ein Hufeisen, um nicht noch durchtrittiger zu werden und ein bisschen mehr Stabilität zu erfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns ganz bald bei meinem nächsten Video wieder. Und ich werde euch natürlich immer weiterhin auf dem Laufenden halten, wie sich meine Pferde entwickeln, was für Probleme wir wie behandeln. Und ja, ich freue mich dann, euch ganz bald beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.